Ja, und damit herzlich zurück bei Fallout 4. Wir haben das Tutorial, glaube ich, so jetzt soweit durch. Wenn es überhaupt ein Tutorial ist, war. Und ich denke, wir werden jetzt das Licht der Erde sehen. Name, Special Attribute ändern wollen wir? Nein. Aussehen verändern? Nö. Wir sind fertig. Danke. Ja, ob das so toll war. Hell, hell. Ah. Augenkrebs. Geile Grafik, muss man sagen. Tja, dann gucken wir mal. Ich glaube, die Jungs haben es nicht geschafft. Schlosshammer. Vergoldetes Feuerzeug. Piu. Was? Also. Kofferraum kann man nicht aufmachen. Hier. Ist hier oben noch was? Ich glaube, das war's. Kann man dich mitnehmen? Nee, kann man dich? Nee. Bam. Schauen wir mal hier. Nee, ist nix.
Gucken kann man. Spiele übrigens jetzt zum ersten Mal Fallout. Asche über mein Haupt. Wenn ihr da spezielle Tipps und Tricks kennt, worauf man achten sollte, etc. pp. Schreibt es in die Kommentare. Wer jetzt auch Fallout 4 spielt, aber nicht bitte spoilern. Ich meine, da ist eher so grundlegende Dinge wie Inventar, Rüstungsgegenstände, Waffen. So, hier waren wir doch zu Hause, ne? Aber ich glaube, hier will ich nicht mehr wohnen. Ah, den kennen wir doch. Ja, ist denn Gott, was? Ja, Wahnsinn. Du bist es wirklich. Ja. Was ist passiert? Das kann nicht sein. Alles tot. Du bist noch hier? Ja, was ist passiert? Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Ma'am? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hill sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihr Mann wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Tja. Knallhart ins Gesicht. Sie haben ihn getötet. Sie haben ihn getötet. Was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen eine Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Charade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Sie haben ihn mir weggenommen. Sean wurde entführt. Ja, Jacke wie Hose. Er wurde entführt. Sean wurde entführt. Gehen wir mal davon aus. Ich werde mein Baby zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Ma'am. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Aber immerhin bin ich da. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Manchmal halten dir Leute Informationen oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden, sie dir... doch zu überlassen. Tja, alles klar. Du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Batterien sind leer. Oh, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gewohnt. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Und dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du? Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Ma'am.
Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, sie und ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holopunk. Ich glaube, ihr Mann wollte es ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etikette-Protokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Der kann alles. Genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihren Mann und den kleinen Sean noch. Ja, gleich. Vielleicht, ja, nein, irgendwas Gefährliches. Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Mann. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Ja. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Mann. Muss ich ihm jetzt folgen? Ich würde aber lieber die Häuser durchsuchen. Ja, machen wir eins nach dem anderen. Hallo, Lust auf eine kleine Keilerei? So viel dazu. Bombolgan. Töte Insekten. Jetzt will ich aber erstmal hier ein bisschen spionieren. Kann ich den? Oh je. Also wie gesagt, im Vorvideo schon. Ich habe es noch nie gemacht mit dem Schlösser knacken, aber... Ah, bewege die Maus, um die H-Klammern zu bewegen. Mit A drehst du den Schraubenzieher. Hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das vollständig und öffnet sich. Stößt auf Widerstand, dann lass A los und positioniere die H-Klammer neu. Gut. Kaputt. Das wär's. Ha. Patronen, Patronen, Pistole, Medex, Redaway, Schrotpatrone, Silbergabe, Stimpack, Forschung. Ja, alles nehmen. Danke. Nein. Ich will jetzt hier erstmal gucken. Plastikkürbis, oder? Erstmal gucken. Hier scheint nichts zu sein. Da haben wir schon Toaster. Kaugummi. 200 Jahre alt. Das nicht. Gerade nicht noch was gesehen. Was haben wir denn hier? Einkaufskorb, Radio. Na, Strom scheinen sie noch zu haben. Wo ist er denn hin? Geradeaus. Jetzt? Aber Fernseher geht nicht. Ah, er hat schon aufgeräumt. War hier gerade nicht was? Achso. Jetzt warte mal, mach keinen Stress hier, Kollege. Alter Mann, ist kein D-Zug.
Safe. Ui. Ui. Kriegen noch ein paar Haarklammern. Und jetzt? Hey, Cotsworth. Was jetzt? Was der jetzt? Mann, der Kleine. Ja? Der Mann, der Kleine? Was? Ihr Mann, der kleine Shaw. Sie sind nicht hier. Shaw ist da draußen. Zeitverschwendung schon okay. Was jetzt? Was jetzt? Cotsworth, ich brauche deine Hilfe. Wohin kann ich gehen? Sie könnten in die Stadt gehen. Concord ist in der Nähe. Aber die Leute sind nicht ganz so beherrscht wie ich. Concord? In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Ja. Was sagen denn unsere Taschen? Ja, da geht noch was. Nein. Geht er da jetzt nicht raus? Tap. Tap, tap. Können wir hier auch was holen? Ja, dann würde ich sagen, schwierig, schwierig. Erst looten, Quest nachgehen. Gehen wir erst ein bisschen looten. Wenn es denn was zum Looten gibt. Mit dem Feuerzeug. Der wiegt bestimmt einiges. Aber wir nehmen alles mit. Nicht, oder? Nee. Ein Teddybär. Ein Messer. Money. Was ist das? Ah, wir
müssten mal in unser Haus. Mal sehen, ob der Comic noch da liegt, den wir im Intro nicht nehmen konnten. Das ist das Blaue, ne? Wo meine ich? Haben wir hier schon drin? Übersehen. Ja, liegt noch da. Kann man jetzt benutzen? Bingo. Ja. Ich komme, Schatz. Tja. Das war eingestürzt. Was ist denn hier? Waffenwerkbank. Was ist das? Werkstatt. Oh je. Hast du mir noch was zu sagen? In Concord muss es jemanden geben, der ihnen helfen kann. Ja. Häuser sind aber nicht zum Looten. Suche einen Arzt auf, ja. Sofort.
Punschflasche. Pistole in der Dusche. Gibt mir ja zu denken. Provisorische Bombe mit Schafen. Schildmuskappe. Wähle mit Maus 1 ein mögliches Passwort. Ist dein generell gewähltes Passwort nicht richtig, wird die Zahl der richtigen Buchstaben, sowohl Position als auch Buchstabe, selbst auf dem Bildschirm angezeigt. Ist dein gewähltes Passwort nicht richtig, wird die Zahl der richtigen Buchstaben... Okay. Sein. Sein. Zugang verwehrt. Treffer einer. Tank. Treffe eine, also S. Ist das richtig? Spot. Safe. Wie schön. Willkommen beim Tumbling von Robux. Glück ist unser Geschäft. Sanctuary Hills. Die Petra. Er ist völlig mit den Nerven fertig und muss sich dringend entspannen. Das sage ich ihm schon die ganze Zeit und biete ihm sogar Hilfe an. Aber bis jetzt keine Chance. So wie er aussieht, behandelt er sich selbst mit einer Kuchendiät. Baker. Der beste Scheißshop mit Aluhut. Bringt Kohle für 7 Ampullen Daytripper die Woche. Pfeift sich bestimmt jeden Tag einen rein. Alles was recht ist, um in die Gänge zu kommen. Rosa. Versuche immer noch hier etwas Buffhaut zu besorgen. Hätte nicht erwartet, dass es von der Rationierung betroffen ist, aber es ist, wie es ist. Er ist scharf auf einen Stoff, der sich Psycho nennt. Keine Ahnung, ob das Zeug wirklich gibt. Und falls ja, will ich wirklich, dass dieser Neandertaler es sich reinschmeißt? Ich schätze, alles hängt davon ab, wie viel er dafür hinlegen will. Ich fühle mich bei der Armee Connection vor. Vielleicht bringt mir das ja was. Russell. Sie schulden immer noch Geld für die letzte Lieferung X-Cell. Dabei bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich wirklich für sie war. Denn so wahr mir Gott helfe, wenn ich rausfinde, dass sie diese Hunde aufgemotzt haben, werden wir über mehr reden müssen als die Kohle. Aber über das Reden sind wir wohl sowieso schon hinaus. Ich weiß, dass sie einen Bodensafe da drin haben. Ich habe ihn gesehen. Im großen Schlafzimmer unter der Kommode dürfte kein Problem werden, den zu knacken. Ja, ich glaube, da haben wir hier einen Drogendealer erwischt. O'Keefe. Zieht sich nach wie vor ein paar Daily O's die Woche rein. Ist zwar ein affektiertes, pseudo-intellektuelles Arschloch, aber er zahlt gutes Geld. Williams? Avril Maddox, so viel ich kriegen kann, hat mir nicht gesagt, warum. Geht mich auch nichts an. Bestimmt irgendeine langfristige Schmerztherapie. Ist er krank? Anders? Kinder sind eigentlich ein No-Go, aber dieses Mädchen hat einen gewissen Stil und sie will partout nichts einschmeißen. Hat 20 Blutpakete bestellt für irgendeinen Halloween-Gag oder so. Oder sie ist wirklich ein Vampir. Was interessiert es mich? Ist ja das Geld ihres Vaters. Boston. Isaac. Student am CIT. Will Daytripper. X-Cell und eine ganze Palette. Ja, Palette Mentats.
Ich weiß nicht, ob irgendwelche verrückten Experimente plant, das Zeug an die Eierköppe verschenkt oder kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Ist mir auch egal, solange er gutes Geld zahlt. What? Junges Ehepaar holt sich jede Woche ein paar Tape-Tripper. Kleine Menge, coole Leute, keine Probleme. McDermott, Bulle, schon ewig Buffood-Kunde. Hab allmählich Probleme mit dem Nachschub, ist viele Jahre gut gelaufen. Ich hasse es, die Sache beenden zu müssen, aber ich will nicht riskieren, dass er auf einmal gesetzestreu wird. Wenn er nicht kriegt, was er will, wäre sehr schlecht für mich. Hm, stimmt. Sipulski. Die alte Dame hat ihre Daddy-Null-Bestellung aufgestockt. Merkwürdig, aber profitabel. Sonstiges? Malcolm. Potenzieller neuer Kunde in Charlestown, verlangt Medex. Wirkt seltsam panisch. Vielleicht ein zu ehrgeiziger Bulle? Muss vorsichtig sein. Dashens. Unterwäschemodell von Braintree. Hübsch, intelligent, ziemlich durchgeknallt. Hat immer nur Stimpex bestellt. Mindestens 10 pro Woche. Meine Fantasie spielt verrückt. Ja. Dann wollen wir das gute Timer hier. Ja, auf einmal. Patrone, Patrone, Pistole, Schrotpatrone. Ja, alles nehmen. Vielen Dank. Dann haben wir den Bunker hier auch schon. Da drüben ist wieder nur Schrott. Maulwurfs, Rattenzähne im Briefkasten. Ich frage jetzt gar nicht, wie die da reinkommen. Auch eine Ruine. Ich denke, in Hochhäuser kann man nicht rein. Mutmaße ich mal. Ich will mal die Kofferräume aufmachen. Ich habe zu viel DayZ gespielt. Splittergranate, Gwinnestow-Flasche. Vielen Dank. Na? Bams Folie 12. Da ist bestimmt noch was drin. Irgendwas kreucht und fleucht hier bestimmt noch. Können wir hier trinken? Ich könnte ein paar Haarklammern gebrauchen. Nur so. Wäre nett, wenn. Eine Angel. Ich glaube, es wird langsam düster. Ja, meine Lieben, 35 Minuten sind um. Ich bedanke mich, dass ihr bei mir zugeschaut habt. Würde mich natürlich über ein Abo bei YouTube freuen. Daumen hoch, Daumen runter. Daumen runter natürlich dann bitte auch mit Begründung, warum. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder bei Fallout 4. Bis dann. Bye, bye.